Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ja, warum vorgestern keine Videos kamen und gestern nur normale Parts und kein Let's Read. Und warum heute nur ein Let's Read kommen wird und warum morgen nur ein Let's Read kommen wird. Es liegt einfach daran, ich bin krank. Ist dezent scheiße, ich weiß. Finde ich auch. Es ist einfach so, vorgestern Fieber und alles, da war ich wirklich, da war ich den kompletten Tag weg. Dann ist das Fieber zum Glück weggegangen, allerdings ist der starke Husten geblieben. Ich habe eben mal eine Tablette genommen, ich hoffe, das bleibt jetzt zum Let's Read einfach mal in Ordnung. Aber wirklich, ich habe immer noch ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich normale Parts aufnehmen würde, weil ich nicht glaube, dass ich mehr als 15 Minuten ohne den übelsten Hustabsturz überleben würde. Und deshalb gibt es heute nur ein Let's Read und morgen nur ein Let's Read. Und deshalb versuche ich morgen dann wieder normal aufzunehmen. Ich wollte das erst heute probieren, aber ich denke, ich warte dann lieber noch einen Tag. So, ich musste eben mein Buch suchen und ich habe echt mega lang dafür gebraucht. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, da fängt es auch schon an, ey. Wow, okay. Ausgeblichenes Tagebuch. Das ist in irgendeiner scheiß Höhle gewesen. Und ich wusste einfach nicht, wie ich in diese... Also diese Hülle bestand aus mehreren Teilen, kennt man ja. Und ich wusste nicht, wie ich in den einen Teil komme, wo das Buch ist. Ich habe dafür so lange gebraucht, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe mich sogar da hochgecheatet. Ich habe noch nicht mal den normalen Eingang genommen. Ja, das Buch ist mega kurz, es hat nur zwei Seiten. Es tut mir leid. Wieder vom Ausbruch des Roten Berges geträumt, wie Menschen davonliefen, während gewaltige flammende Felsen von Himmel fielen. Ich kann immer noch den ausgestreckten Arm meines Bruders sehen, wie er versuchte, den Schlickschreiter zu erreichen und direkt in das kochende Wasser hineinlief. Nicht nur Vardenfall, ganz Morrowind wurde von den Felsen getroffen. Es gibt keine Arbeit und unter der Asche wächst nichts Essbares. Wir wollen unser Glück in Himmelsrand versuchen. Ja, das ist, wie gesagt, warum sind die Tagebücher immer so kurz? Das Schlimme ist, ich gehe ja die Bücher momentan nach der Reihenfolge durch. Bei Skyrim, Wikipedia gucke ich halt an, welche Bücher mir noch fehlen und so. Und da gehe ich ja der Reihe nach durch. Und die erste Zusammenfassung der Bücher sind Tagebücher. Das heißt, ihr müsst jetzt, wir werden jetzt erstmal alle Tagebücher durchlesen. Es tut mir zwar leid, dass die dann so kurz sind, aber danach werden dafür umso längere kommen. Also sobald die Tagebücher durch sind, dann wisst ihr, okay, jetzt kommen lange Bücher. So, wie gesagt, oh, meine Fresse, ey. Ich hoffe, ihr akzeptiert das. Ich kann da leider nichts für. Ich bin ja auch, ich habe auch so Bock aufzunehmen, aber es geht einfach nicht. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe trotzdem, dass wir uns auf jeden Fall morgen bei einem Let's Read und vielleicht übermorgen dann endlich bei neuen Parts wiedersehen. Ob ich morgen aufnehmen werde, werde ich euch dann morgen in dem Let's Read sagen. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr es so akzeptiert und so klarkommt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich dann, das heißt hoffentlich, höchstwahrscheinlich morgen bei einem neuen Let's Read wieder, außer es wird bei mir noch schlimmer, aber das wird, glaube ich, nicht werden. Und ich sage bis dahin, tschüss!